bin Amirza Arnaut, ich komme aus Bosnien-Herzegowina. Ich habe meinen Bachelorstudiengang hier in Dortmund gemacht und bin gerade kurz vor meinem Masterstudiengang. Den Studiengang für Elektro- und Informationstechnik habe ich mir ausgewählt, weil ich eine sehr starke Affinität zur Mathematik verspürt habe und ich das doch mit einem praktischen Ausblick verbinden wollte. Meine Tipps für internationale Studierende wäre es erstmal, die Dokumente rechtzeitig vorzubereiten für das Uni-Assist. Und wenn man hier in Deutschland ist, doch vielleicht nicht nur mit seinen eigenen Landsleuten zusammen zu sein, sondern auch ein bisschen die multikulturelle Gelegenheit, die auszunutzen, um auch andere Leute kennenzulernen. Ja, das schönste Erlebnis an der TU Dortmund waren meistens die Fachschaftstreffen, wo wir auch sehr oft zusammen gegrillt haben. Wir haben auch Events wie zum Beispiel die Feuerzangenbowle, wo wir einen Film zusammenschauen. Oder auch zum Beispiel an den Sommerfesten haben wir auch immer einen Stand, wo wir auch sowohl unseren Kommilitonen, aber auch anderen Studiengängen zeigen können, was wir machen. Mein Name ist Xu Jianshuang, ich komme aus China. Nach dem Abschluss meines Germanistikstudiums habe ich den Bachelorstudiengang für ETIT hier an der TU Dortmund angefangen. Derzeit bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand hier am Lehrstuhl für Kommunikationstechnik. Für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik sind auf jeden Fall mehrere Vorkenntnisse notwendig, insbesondere Mathematik und Physik, aber natürlich auch genug Kenntnisse für Fachsprache. Das Studium an der TU Dortmund ist sehr praxisbezogen. Bereits im Bachelor konnte ich schon an einer Vielzahl von Pflicht- und Wahlpflichtpraktika teilnehmen und ein Industriepraktikum absolvieren. Mit dem ETIT-Studium hat man zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu bietet die TU Dortmund für uns als ausländische Studierenden auch viele Unterstützungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel internationale Karrieremesse und Bewerbungsworkshops. Natürlich ist es auch möglich, nach dem Bachelor weiter im Master zu studieren und sogar zu promovieren. Mein Name ist Selma Saidi, ich bin Professorin an der TU Dortmund im Bereich Embedded Systems und ich komme aus Algerien und ich habe studiert und auch promoviert in Frankreich. Elektrotechnik und Informationstechnik, das ist wirklich eine Mischung zwischen die Grundlagen in Elektrotechnik, auch in Regelungstechnik, Drahtloskommunikation, Energietechnik und alle diese Bereiche sitzen sehr nah mit Industrie und wir arbeiten selbst auch in verschiedenen Lehrstühlen viel mit Industriepartnern, denn das ist, glaube ich, eine ideale Umgebung dafür. Mit TU Dortmund gibt es auch diese im Rahmen RU-Allianz auch die Möglichkeit, TU Dortmund Lehrerveranstaltungen zu besuchen, aber auch noch in Duisburg, Essen und auch noch in Bochum. Denn, glaube ich, für Studierende, das bietet ein breites Spektrum. Ja, ich bin Martin Post, ich bin der Studiendekan der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik und seit gut 5 Jahren an der TU Dortmund. Das Studium selber bei uns besteht aus 6 Semestern. Besonders interessant an dem Studium ist, dass man sich später als Ingenieur mit den Problemen beschäftigt, die uns heute bewegen. Wir haben an der Fakultät sehr viele Spezialisierungsrichtungen. Wir beschäftigen uns mit sehr kleinen, elementaren Bauelementen im Rahmen der Halbleiterschaltungstechnik. Wir bauen daraus aber auch Systeme, die zum Beispiel in Elektrofahrzeugen verwendet werden, wo wir dann die elektrische Maschine haben und die Leistungselektronik. Schlussendlich sind wir auch bei sehr großen Systemen unterwegs, wenn es jetzt um die Hochspannungsübertragung betrifft. Unsere Studierenden kommen aus sehr vielen Ländern. Grundsätzlich sehen wir Studierende bei uns an der Fakultät aus allen 5 Kontinenten. Bei uns in Dortmund bieten wir zusätzlich noch Tutorien an, Seminare, in denen die Studierenden von wissenschaftlichen Mitarbeitern eng betreut werden. Da haben wir ein hervorragendes Betreuungsverhältnis von 1 Mitarbeiter auf 10 Studierende und haben damit einen sehr guten Studienerfolg, auch im Vergleich zu anderen Universitäten.